Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Präsidentin, der aktuelle Bundeshaushaltsplan leitet in der Tat eine neue Ära ein. Wir machen 2015 zum ersten Mal seit 1969 keine neuen Schulden mehr. Und wir werden auch genau diesen Kurs in den darauffolgenden Jahren weiterhalten. Das ist in der Tat ein historisches Ereignis. Es ist die große Haushaltswende, die geschaffen worden ist. Die schwarze Null steht, die schwarze Null bleibt an dieser Stelle. Und wir schaffen es mit dieser schwarzen Null, neue Gestaltungsspielräume und Generationengerechtigkeit zusammenzubringen. Meine Damen und Herren, wenn man jetzt an vielen Stellen neue Empfehlungen hört, die sich nach neuen Schulden anhören, die sich nach Steuererhöhungen anhören, wenn es jetzt Debatten darüber gibt, ob man nicht einfach Investitionen hochschrauben kann, indem man mit günstigem Geld neue Schulden am Kapitalmarkt aufnimmt, dann kann ich Ihnen an der Stelle auch nur sagen, die Schulden von heute, das sind die Steuern von morgen. Und wer heute auf Schulden und weitere Schulden setzt, der wird mittelfristig immer weniger an Investitionen zur Verfügung haben. Und deswegen geht es zusammen. Schwarze Null und Investitionen ist für uns ein Paket, meine Damen und Herren. Wir schaffen diese Wachstumsimpulse. Wir sorgen dafür, dass Wachstum, Investition, Wohlstand auch für die Zukunft gesichert ist. Die Investitionen gerade in die Infrastruktur sind die Grundvoraussetzung dafür. Die Attraktivität und die Zukunftsfähigkeit vom Innovations- und Investitionsstandort Deutschland stehen für uns ganz oben auf der Agenda. Und das heißt, wir werden die Infrastruktur stärken, Wachstum und Wohlstand vorantreiben, eine moderne Infrastrukturpolitik auch weiterhin betreiben. Infrastrukturpolitik ist aktive Wohlstandspolitik, meine Damen und Herren. Und deswegen der Zusammenhang zwischen der Qualität der Infrastruktur und dem Wachstum einer Gesellschaft, der ist inzwischen eindeutig bewiesen. Alle diejenigen, die gemeint haben, sie könnten Wachstum von Infrastruktur entkoppeln, sind der Lüge überführt worden, auch wenn Sie gerne dazwischen schreiben, meine Kollegen von den Grünen. Sie haben sich in der Vergangenheit getäuscht. Die Investitionen in die Infrastruktur sind notwendig für unseren Wohlstand und nicht hinderlich, wie Sie es immer formuliert haben. Schauen Sie, jede Milliarde, die investiert wird in die Verkehrsinfrastruktur, schafft Wachstumsimpulse von bis zu 3 Milliarden Euro. Das ist das, was wir auch in der Realität umsetzen wollen. Und deswegen, weil die Öffentlichkeit auch dies inzwischen erkannt hat und nicht die falschen Behauptungen, die Sie über lange Zeit mit Ihrer Entkopplungstheorie vertreten haben, steht die Infrastruktur und der Zustand der Infrastruktur in ganz besonderem öffentlichen Interesse. Und es ist ein gesellschaftlicher Grundkonsens inzwischen, dass wir in unsere Infrastruktur deutlich mehr investieren wollen, auch in der Zukunft. McKinsey hat es vor wenigen Monaten noch mal sehr deutlich gemacht. Es sind die globalen Ströme, es sind die Wirtschaftsströme, es sind die Verkehrsströme und die Datenströme, die über den Wohlstand einer Region mitentscheiden. Und deswegen ist es für uns ein gutes Zeichen, dass wir wieder Logistikweltmeister geworden sind und dass wir auch beim Weltwirtschaftsforum ganz weit vorne mit unserer Infrastruktur und unseren Innovationen stehen. Wir haben bei der Verkehrsprognose doch gezeigt, dass die Verkehre weiter deutlich wachsen werden. 40% ist die Wachstumsprognose im Bereich des Güterverkehrs, sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene. Auch die Wasserstraße wird deutlich mehr an Kapazität zukünftig verkraften müssen.
Und deswegen ist es uns auch wichtig, zu zeigen, dass wir auf allen Verkehrsträgern mit einem Investitionshochlauf für die Zukunft rechnen. Wir bringen dies zusammen, Haushaltswende und Investitionsanstieg. Die 5 Milliarden, das 5-Milliarden-Paket, das wir für diese Wahlperiode zur Verfügung haben, wächst sukzessive auf bis zum Jahr 2017. Wir verstetigen dies übrigens in der mittelfristigen Finanzplanung auch in die nächste Wahlperiode hinein. Zweitens, wir steigern unser Engagement bei der Nutzerfinanzierung. Drittens, wir stärken die Einbindung von privatem Kapital. Viertens, wir setzen klare Prioritäten. Und fünftens, es gilt das Prinzip Erhalt vor Neubau, um dafür zu sorgen, dass unsere bestehenden Netze auch in einem guten Zustand bleiben. Dieser Investitionshochlauf führt dazu, dass wir im Jahr 2017 eine Rekordinvestitionssumme haben von 12 Milliarden Euro, was in der Vergangenheit so nie erreicht worden ist. Und meine Damen und Herren, das heißt, jeder Euro, der an dieser Stelle investiert wird in die Infrastruktur, fördert Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand in Deutschland. Und das ist vernünftig, was wir tun, richtig, was wir tun, und es ist gerecht, was wir tun. Wir werden diese hohe Investitionsquote auch für die Dauer der weiteren Legislaturperioden immer wieder neu diskutieren und ich hoffe auch immer wieder absichern. Es sind zusätzliche Mittel, die in die Infrastruktur daher fließen werden. Ich kann allen denjenigen, die berechtigt andere Forderungen immer wieder stellen, wie man Geld und Mittel verwenden kann, nur zurufen, wenn es in den nächsten Jahren in unseren Haushalten zusätzliche Mittel gäbe, dann sollten wir sie als allererstes in unsere Infrastruktur investieren und nicht andere Ideen diskutieren, meine Damen und Herren. Wir haben in der zweiten Säule des Investitionshochlaufs die Stärkung der Nutzerfinanzierung. Wir sind auf dem Weg, die Lkw-Maut auszuweiten. Wir werden im nächsten Jahr im Juli die... Ich weiß gar nicht, was Sie daran so aufregen. Wir wollen, dass die LKWs auf den deutschen Straßen, die erheblich auch am Verschleiß der Infrastruktur teilhaben, mehr an dem Nutzen dieser Straßen beteiligt werden. Was ist denn die Kritik, die Sie daran einfach haben? Wer nutzt, der zahlt. Das ist die Aufgabe, die wir hier erledigen. Und deswegen werden wir im nächsten Jahr sowohl die 7,5 bis 12 Tonner LKWs in die Nutzerfinanzierung mit einbeziehen, als auch die LKW auf die weiteren 1000 Kilometer vierstreifige Bundesstraßen ausweiten. Das ist doch ein richtiges Konzept. So, und wir werden in den nächsten Wochen noch mal aktiv über die Infrastrukturabgabe, die sogenannte Pkw-Maut, auch diskutieren. Ich kann Ihnen sagen, dass die Infrastrukturabgabe eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung hat, weil es um Gerechtigkeit bei der Finanzierung unserer Straßen geht. Und die Gerechtigkeitslücke muss als erstes geschlossen werden, dass alle die, die auf unseren Straßen fahren, auch diese Benutzung bezahlen. Das ist die Realität. Schauen Sie, die Infrastrukturabgabe ist erstens fair und zweitens ist sie sinnvoll. Fair ist, weil sie in fast allen unseren Nachbarländern auch so praktiziert wird. Und die Menschen, die gerade vielleicht in den letzten Wochen viel unterwegs waren, haben es festgestellt, dass sie bei unseren Nachbarländern einen Anteil an der Nutzung der Straße dann auch bringen. Ich kann Ihnen nur sagen, auch ich habe die letzten Wochen ein paar Tage in Italien verbracht, 4 Stunden von meiner Heimat entfernt.
über Österreich nach Italien. Mein Beitrag an der Infrastruktur in diesen Ländern war 64 Euro. Ich finde es eine Selbstverständlichkeit, dass ich mich mit diesem Beitrag daran beteiligt habe und auf einer guten Straße gefahren bin. Die gleiche Selbstverständlichkeit erwarte ich von allen anderen, die nach Deutschland kommen und gute Straßen nutzen wollen. Und die Infrastrukturabgabe ist deswegen sinnvoll, weil sie jeden Euro, der zusätzlich eingenommen wird, zweckgebunden wieder in den Straßenbau investiert. 2,5 Milliarden Euro in einer Wahlperiode. Das ist in der Tat keine Kleinigkeit. Wir haben vorher über ein 5-Milliarden-Paket gesprochen. 2,5 Milliarden sind 50% zusätzlich. Ich glaube, dass es allemal wert ist, darüber auch aktiv zu streiten. Ich weiß, dass sich hier Mautbefürworter und Mautverweigerer wie jeher gegenüberstehen. Das war an dieser Stelle so erwartbar. Meine Damen und Herren, wir sind gefordert, mehr Investitionen für unsere Straßen auch aufzubringen. Und ich kann Ihnen auch an der Stelle nur sagen, bei all den anderen Vorschlägen, die mir da gerne unterbreitet werden, auch gerade in dieser Woche, die einen, die sagen, erhöht die Steuern und ihr habt mehr Geld, die anderen, die sagen, macht mehr Schulden und ihr habt mehr Geld. Ich sage, schafft Gerechtigkeit auf den Straßen, dann haben wir mehr Geld zum Investieren. Und wir arbeiten jetzt den Gesetzentwurf. Wir werden diesen Gesetzentwurf dann im Oktober vorstellen und in die Ressortabstimmungen geben. Dann hat auch jeder die Gelegenheit, ausreichend darüber mit mir und meinem Haus zu diskutieren. Wenn wir diesen Investitionshochlauf über die 5 Punkte uns anschauen, dann kommen wir auf einen Milliardenbetrag, den wir sukzessive über die Jahre aufbauen und im Jahr 18 sogar auf dem von Dehre und Bodewig geforderten Zielmarke uns befinden beim Anteil des Bundes. Auch darauf sei mal darauf hingewiesen, dass die 7,5 Milliarden, die immer im Raum stehen an zusätzlichen Ausgaben, die wir für die Infrastruktur tätigen sollten, sowohl Bund, Länder als auch Kommunen aufgefordert sind. Unseren Anteil werden wir mit diesem Programm des 5-Punkte-Investitionshochlaufs auch erreichen. Und das ist ein gutes Zeichen, vor allem auch ein gutes Zeichen an unsere Partner, die Länder und die Kommunen, die auch dann ihren Anteil erbringen müssen, damit wir mehr Investitionen in die Infrastruktur schaffen, meine Damen und Herren. Wir werden dieses private Kapital stärker einbinden, als dies in der Vergangenheit möglich war. Wir haben ein Projekt in den vergangenen Tagen auf den Weg gebracht, die A7 Hamburg Richtung Schleswig-Holstein, 60 Kilometer Autobahn, 5. und 6. Fahrstreifen wird hier zusätzlich gebaut. Die Gesamtfinanzierungskosten dieses ÖPP-Projekts betragen 1,6 Milliarden Euro. Damit mal klar ist, um welche Summen wir reden, wenn wir unsere Autobahnen stärken wollen. Wir haben 13.000 Kilometer, 60 Kilometer an dieser Stelle, 1,6 Milliarden Kosten, davon reine Baukosten 700 Millionen. Uns ist es gelungen, zum ersten Mal in so einem ÖPP-Projekt jetzt durch eine Projektanleihe auch institutionelle Anleger mit zu beteiligen an dieser Finanzierung. 400 Millionen kommen aus diesem Bereich. Ich habe in der Vergangenheit nur feststellen können, dass wir gute Erfahrungen mit diesen ÖPP-Projekten gemacht haben. Deswegen werden wir auch eine dritte Staffel ÖPP-Projekte auf den Weg bringen, die Baubeginne noch in dieser Wahlperiode mit möglich machen. Ich weiß, dass wir in jedem Einzelfall die Wirtschaftlichkeit nachweisen müssen. Wir werden dies auch tun. Trotz aller Kritik, die da immer wieder im Raum steht, will ich auch sehr deutlich formulieren: Wer ÖPP grundsätzlich ablehnt, der löst die Stauprobleme auf den deutschen Straßen nicht. Und der größte volkswirtschaftliche Schaden ist der Stau in Deutschland, meine Damen und Herren. Der muss gelöst werden. Das ist die aktivierende Mobilitätspolitik, die diese Bundesregierung
gerade vertritt. Und dazu gehört, dass wir nicht nur im bestehenden Netz die Kapazitäten erhöhen, sondern auch dafür sorgen, dass die moderne Technik stärker als bisher mit der Infrastruktur vernetzt wird. Deswegen bauen wir eine digitale Teststrecke auf der die Vernetzung von Fahrzeugen zur Straße und Fahrzeugen zu Fahrzeugen angeboten wird. Diese digitale Teststrecke ist in der Lage, dann dafür zu sorgen, dass es eine Fahrerunterstützung geben kann, die heißt, das, was vor Ihnen passiert, ein Unfall, ein Ereignis, das Sie aufgrund der Straßenführung nicht übersehen können, wird auch in Echtzeit dann Ihnen in Ihr Fahrzeug gemeldet, und Sie werden durch die Fahrzeugwarnung, die dann entsteht, in die Lage versetzt, rechtzeitig darauf zu reagieren, was vor Ihnen auch passiert. Das ist nur möglich mit einem schnellen Internet, mit dem schnellen Breitband. Und deswegen ist der Breitbandausbau eines der zentralen Elemente der digitalen Agenda, die Bundesregierung mit dem Bundesinnenminister, dem Bundeswirtschaftsminister und dem Bundesverkehrsminister vorgestellt hat. Sie haben in der Vergangenheit immer danach gefragt, wie wir den Breitbandausbau in Deutschland unterstützen und finanzieren wollen. Ich habe die Antwort darauf gegeben. Wir werden die frei werdenden Funkfrequenzen im nächsten Jahr an den Markt bringen. Das wird ein Milliardenbetrag, der da erlöst wird. Und damit werden wir dafür sorgen, dass Breitband da ausgebaut wird, wo wir bisher weiße Flecken haben, wo wir keinen wirtschaftlichen Ausbau haben und wo wir damit dafür sorgen, dass die Menschen ein schnelles Internet in Deutschland überall bekommen werden, liebe Freunde. Herr Minister, wenn Sie jetzt als Abgeordneter reden würden, wäre es spätestens jetzt der Zeitpunkt, dass ich Sie an Ihre Redezeit erinnern müsste und darauf aufmerksam machen müsste, dass das alles zulasten Ihrer Fraktion geht. Vielen Dank dafür, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ich habe es für notwendig gehalten, die Kollegen von den Grünen mit Fakten zu versorgen, damit sie in die Lage versetzt werden, zu verstehen, wie der Investitionshochlauf in Deutschland funktioniert. Wir schaffen die Haushaltswende, wir schaffen den Investitionshochlauf. Dankeschön. Alexander Dobrindt hat seinen Humor ganz offensichtlich nicht verloren. Dabei lastet ja viel Druck auf ihm. Er hat hier noch einmal gesagt, ein Gesetzentwurf wird im Oktober kommen. Und er hat sich auch für die ÖPP-Projekte, öffentlich-private-partnership-Projekte ausgesprochen. Da hatte der Bundesrechnungshof in den letzten Tagen ja für etwas Irritation gesorgt, indem er sagte, diese Projekte kommen viel teurer. Aber die Erfahrung liegt, dass zumindest die ÖPP-Projekte rechtzeitig fertiggestellt werden.